Das Jahr 2020 lief für alle ostfriesischen Kliniken wirtschaftlich besser als im Vorjahr. Das geht aus entsprechenden Bilanzen im Unternehmensregister hervor. Das Klinikum Leer zum Beispiel hat das Geschäftsjahr mit einem Gewinn von rund 7,25 Millionen Euro abgeschlossen. Das Wittmunder Krankenhaus erzielte das erste positive Ergebnis seit Jahren. Dabei haben laut Jahresabschluss unter anderem die Pauschalen für freigehaltene Corona-Betten eine Rolle gespielt. Laut Schülern, Elternvertretern und Lehrkräften in Emden gibt es nach wie vor Probleme mit zu vollen Bussen. In einer aktuellen Umfrage am Johannes-Altusius-Gymnasium gaben 93% der Befragten an, in Bussen Angst vor einer Ansteckung mit Corona zu haben, wegen mangelnder Abstände. Laut Emdens Stadtrat sei die Belegung nicht immer genau kalkulierbar. Aber die Verwaltung werde sich bemühen, das zu präzisieren. Der Betrieb Kulturevents Emden, der das neue Theater und die Nordseehalle betreibt, bekommt Hilfen vom Bund. Das geht aus einer Vorlage für den Kulturausschuss hervor. Knapp 143.000 Euro sollen helfen, nach den Corona-Einschränkungen wieder Theatergastspiele in die Stadt zu bringen. Der Landkreis Aurich hat am Mittwoch einen weiteren Corona-Todesfall gemeldet. Verstorben ist eine 91-jährige Frau. Damit sind in dem Kreisgebiet seit Beginn der Pandemie 83 Menschen in Zusammenhang mit dem Virus gestorben, in der gesamten Region 240. Am Mittwoch sind in einem Großteil Ostfrieslands die Inzidenzwerte um mindestens 100 gesunken. Den niedrigsten Wert hat weiterhin der Kreis Wittmund mit aktuell 531,5. Den höchsten die Stadt Emden mit 1313,3. Hier sind die Inzidenzwerte und die akuten Corona-Fallzahlen aus Ostfriesland.